Man hört die Leute sagen, Freifunk ist so kompliziert und niemand braucht freies WLAN. Aber Topskill beweist euch, wie einfach es geht. Willkommen bei Freifunk von 0 auf 100. Hallo Internet und damit herzlich willkommen zu diesem neuen Video nach einer wirklich langen Krankheitsphase von mir. Ich bin froh, dass ich wieder hier stehen kann. Und wir kommen direkt zum Videothema. Was bringt mir Freifunk? Welche Vorteile habe ich davon? Welche Vorteile haben wir davon? Ich sag ganz ehrlich, öfters mal werde ich dumm angequatscht, dass es doch total bescheuert sei, Geld auszugeben, um anderen freies WLAN zu geben. Aber das ist nicht so. Freifunk hat viel mehr Vorteile. Es ist nicht nur freies WLAN. Freies WLAN ist schön. Das ist was Tolles an Freifunk. Aber es gibt noch viel mehr Vorteile. Und die zeige ich euch heute hier in diesem Video. Viel Spaß dabei. Der erste Vorteil von Freifunk ist die Ausfallsicherheit. Denn Freifunk-Router bilden vollautomatisch Wi-Fi-Mesh-Netzwerke. Das bedeutet, dass die Router miteinander kommunizieren über WLAN-Brücken. Wenn jetzt bei meinem Nachbarn das Internet ausfällt und bei mir läuft's noch und beide haben eine WLAN-Brücke aufgebaut, sprich, dass unsere Router miteinander kommunizieren, dann erkennt sein Freifunk das und nimmt seinen Datenverkehr, den er über Freifunk tätigt, und packt diesen über meinen Anschluss. Das bedeutet einfach, fällt es bei ihm aus, kein Problem, er kann über meinen Anschluss weiter surfen. Das bedeutet einfach eine gute Ausfallsicherheit. Was ist denn jetzt, wenn zum Beispiel die ganze Telekom in einem Gebiet großflächig ausfällt und ich bin bei der Telekom? Kein Problem. Wenn dein Nachbar bei Unity Media ist, was über eine andere Technik läuft, dann funktioniert das weiterhin. Dann läuft mein Freifunk über das Unity Media des Nachbarn, obwohl Telekom großflächig ausgefallen ist. So kann auch bei größeren Internetausfällen ein Internetausfall vermieden werden, indem man Freifunk nutzt. Und das durch Mesh-Netzwerke. Und das ist der erste große Vorteil von Freifunk. Ein weiterer Vorteil von Freifunk ist die Tatsache, dass das Netzwerk wirklich uns gehört. Es gibt keinen Anbieter, der sagen kann, hey, wir limitieren das jetzt auf 30 Minuten und wer mehr machen will, der muss zahlen. Es gibt Anbieter, die machen das. Das ist bei uns nicht der Fall. Es ist unbegrenzt. Es ist unser Netzwerk. Uns gehört das und kein Anbieter kann uns dazwischen reden. Dies bedeutet auch, wer sich ins Freifunk einloggen will, den erwartet gar keine Vorschaltseite, wo man irgendwelche AGBs akzeptieren muss. Das gibt es nicht. Man kann einfach in das Freifunknetz zugreifen. Und das ist ein Riesenvorteil. Denn gerade auch für viele Flüchtlinge ist so eine Vorschaltseite auf jeden Fall eine Barriere. Und oft sind Vorschaltseiten auch nicht gut programmiert und fehlerhaft. Was ebenfalls ein Riesennachteil ist, wenn die Vorschaltseite auf vielen Geräten falsch angezeigt wird, man es nicht aktivieren kann und man somit gar kein WLAN hat. Darauf verzichtet Freifunk komplett. Einfach nur das Netzwerk auswählen und man kann direkt darauf lossurfen. Oder noch besser, man wählt das Netzwerk gar nicht erst aus. Denn das ist der nächste große Vorteil von Freifunk. Einheitliche SSIDs. Es gibt Communities, welche eigene Netzwerknamen haben. Zum Beispiel ihren Ort, .freifunk.net, zum Beispiel Lübeck.freifunk.net oder Franken.freifunk.net. Ich weiß nicht, ob die das jetzt wirklich so machen, das sind jetzt Beispiele. Bei uns zum Beispiel im Münsterland ist es allerdings so und in vielen, vielen anderen Communities deutschlandweit auch, dass es einheitlich Freifunk heißt. Das bedeutet, ich fahre von hier aus jetzt nach Münster, ich komme in Münster rein, ich habe Freifunk, wenn ein Router in der Nähe ist. Ich brauche dafür nicht in die Einstellungen zu gehen. Ich muss nicht nachgucken, hey, ist hier freies WLAN? Mein Handy würde sich dann vollautomatisch damit verbinden. Ein Riesenvorteil von Freifunk. Noch ein weiterer Vorteil von Freifunk sind die Mesh-Netzwerke. Mesh, das bedeutet einfach, dass die Router miteinander kommunizieren, wann das jeweilige Gerät zu wechseln hat. Wenn ich durchs Haus laufe mit meinem Smartphone und Videotelefonie mache und im ersten Stock steht ein Freifunk-Router und im Erdgeschoss steht einer und ich laufe jetzt die Treppe runter, dann werden die Router miteinander absprechen, wann der Empfang für Erdgeschoss besser ist. Und dann werde ich in den Router reingewechselt. Das ist ein Mesh-Netzwerk. Und bei Freifunk geht das wunderbar. Es ist allerdings auch so, dass es Mesh auch ohne Freifunk gibt. Von den kommerziellen Anbietern AVM, Netgear, TP-Link, Google Wi-Fi, da gibt es viele Arten von Mesh-Netzwerken. Die sind verdammt teuer. Die kosten richtig Geld.
Freifunk bietet diesen Vorteil mit kostengünstiger Hardware. Ich sage damit nicht, dass Freifunk das Heimnetz ersetzen kann. Aber es ist ein netter Vorteil. Wer Mesh haben will und gleichzeitig freies WLAN anbieten will, ist mit Freifunk super bedient. Denn das Mesh-Netzwerk ist wirklich ein toller Vorteil. Ich um mein Haus zum Beispiel habe draußen Antennen am Haus und wenn jemand um mein Haus läuft, wechselt er dank dem Mesh-Netzwerk automatisch von Antenne zu Antenne, sodass man, wenn man um mein Haus läuft, durchgehend Videotelefonie machen kann ohne Abbruch, weil das Netzwerk automatisch den besten Router für mich auswählt. Ein riesiger Vorteil. Ebenfalls bedeutet Mesh natürlich auch, dass die Router miteinander kommunizieren, was ich ja schon im ersten Vorteil angesprochen habe, dass es dadurch zu einer Ausfallsicherheit sorgt. Auch ein Riesenvorteil. Das kann man mit Heimnetzwerken übrigens gar nicht so machen. Da müsste man das WLAN-Passwort teilen mit allen Nachbarn und die hätten Zugriff auf Drucker und alles. Das hat man ja im Freifunk nicht. Das ist ja abgesichert. Und das ist ein weiterer Vorteil. Ich kann mit dem Nachbarn Internetbrücken bauen, ohne mein Heimnetz dadurch zu gefährden. Freifunk macht natürlich auch richtig Spaß für Leute, die sich für die Technik interessieren. Wer gerne programmiert, wer gerne an Hardware bastelt. Solche Leute sind bei Freifunk gern gesehen und gibt es auch. Gerade in den Communities, wo sich die Leute treffen, kommen immer viele IT-Spezialisten aufeinander. Ein riesiger Vorteil von Freifunk. Allerdings ist es auch für technisch Ungeschickte. Wer wirklich gar keine Ahnung hat, der kann sich auch an seine Freifunk-Community wenden vor Ort, davon gibt es schon sehr viele in Deutschland, und dem wird dann geholfen. Das bedeutet einfach nur, du fragst da an, hey, ich brauche Freifunk da und da, und dann wird dir auch geholfen. Dann wirst du auch unterstützt von Leuten, die sich damit auskennen. Und das kostenlos, weil die machen das ehrenamtlich. Heißt nicht, dass sie dir die ganze Hardware finanzieren. Nein, das nicht. Das bedeutet einfach nur, dass du Hilfe in Anspruch nehmen kannst durch die lokalen Communities. Ein riesiger Vorteil. Noch ein Vorteil von Freifunk ist, es wird alles durch die Freifunk-Gateways geschleust. Das bedeutet einfach nur, dass der Datenverkehr, bevor er ins richtige große Internet geht, vorher einen Server von Freifunk passiert. Wenn das passiert, wird als ISP, also als Internet Service Provider, Freifunk angegeben. Und diese sind von der Störhaftung befreit, weil diese als Service Provider agieren. Wenn jetzt irgendwelche Mahnungen kommen sollten, weil jemand in deinem Freifunknetz Mist gemacht hat, kommen diese Mahnungen zu Freifunk. Und Freifunk kümmert sich dann darum. Die sind als Service Provider und haben keine Störhaftung. Allgemein ist die Störhaftung ja schon abgeschafft, grob gesagt. Nur nicht ganz. Wenn ich jetzt ein freies WLAN betreibe, ohne Freifunk, und das geht direkt über meinen Internetprovider, zum Beispiel 1&1 oder Telekom, dann kann ich immer noch einen Brief bekommen, wo gesagt wird, hey, das und das wurde an deinem Anschluss gemacht. Dann bin ich in der Beweispflicht, dass ich freies WLAN habe. Wäre vielleicht ein bisschen umständlich. Und das hat man mit Freifunk nicht. Die Probleme hat dann Freifunk am Server, welche davon ja befreit sind. Aber nicht wir Nutzer, die das aufstellen. Ich habe zum Beispiel draußen hier an meinem Haus mehrere Antennen dran, wie ich gerade schon sagte. Und wenn da jetzt jemand Mist drin baut, kommt die Störerhaftung oder die Mahnung oder was auch immer da kommen mag, nicht zu mir. Ein riesiger Vorteil, weil von diesem lästigen Papierkram bin ich somit auch befreit. Ansonsten natürlich noch der Vorteil, Freifunk braucht kein Datenvolumen von deinem Service Provider. Also wenn ich jetzt bei Telekom einen Vertrag habe und ich bin im Freifunknetz unterwegs, egal wo ich bin. Es kostet mich kein Datenvolumen, wenn ich mit Freifunk verbunden bin. Ein riesiger Vorteil. Und man kann es auch im Funkloch aufbauen. Wenn zum Beispiel irgendwo eine Party auf dem Felde ist und da ist jetzt ein Internetanschluss, ein Kabelanschluss zum Beispiel, von der Telekom 16.000er DSL, aber kein Mobilfunk, wie sollen die Leute dann telefonieren, dass man abgeholt wird? Wie sollen die Leute schreiben, Fotos von der Party, WhatsApp, Snapchat und so weiter, wenn Mobilfunk nicht da ist? Das geht dann am besten und am einfachsten mit Freifunk. Also auch in einem Funkloch kann man Freifunk aufbauen, wenn der Internetanschluss zur Verfügung steht. Oder was man auch machen kann, man baut eine Richtfunkstrecke auf. Das bedeutet einfach nur, von einem Punkt wie hier aus der Stadt, wo es Internet gibt, baue ich jetzt eine Richtfunkstrecke hinten aufs Feld auf, wo wirklich absolutes Funkloch ist und dann kann ich dort meinen Freifunk weiter verbreiten. Das geht auch alles. Also Freifunk bietet da auf jeden Fall eine Menge Vorteile. Wenn ihr euch weiter für Freifunk interessiert, hier kommen bald weitere Videos. Dafür einfach gerne abonnieren und dann kommt noch mehr über Freifunk. Und ansonsten Feedback könnt ihr mir gerne unten in die Kommentare schreiben. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Und wenn ich dich jetzt hungrig auf Freifunk gemacht habe, schau doch mal unten in die Videobeschreibung.
und dann kannst du dir da alles genau durchlesen und Kontakt zu deiner lokalen Community aufbauen. Das war's mit diesem Video und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Macht euch noch einen schönen Tag. Tschüss, Internet.